Hallo, ihr Lieben. Hallo. Und wir haben es geschafft, oder vielmehr unser Gutste, 100.000 Kilometer. Und was wir euch da zu sagen haben, nach dem Intro. Ja, also viele sind ja skeptisch, was den Fiat-Motor angeht. Und ein großer Skeptiker, das war ich. Ich habe immer gesagt, ich will kein Wohnmobil auf Fiat-Basis. Und wir haben uns dann einen Grundriss rausgesucht, beziehungsweise in einen Grundriss verliebt, den es nur auf Fiat-Basis gab. Und so haben wir dann in den sauren Apfel gebissen und haben uns einen Fiat-Motor gekauft. Ich habe mich dann natürlich vorm Kaufabschluss schon ein bisschen kundig gemacht und meine Skepsis verloren. Und heute ist diese Skepsis total verloren, wenngleich auch nicht alles hundertprozentig ist. Also ein, wie sagt man so schön, ein Fiat ist kein Mercedes. Zunächst einmal zu der Motorausstattung, die wir haben. Also wir haben einen 180 PS Motor, mit dem sind wir äußerst zufrieden. Der ist nämlich sehr robust. Ja, vor allen Dingen, den kann man gut gebrauchen, wenn man Serpentide, den Gebirge fährt. Absolut. Dann hatten wir Bedenken, oder ich hatte Bedenken mit dem Frontantrieb. Viele haben mich gewarnt, der kommt dann gar nicht richtig am Berg hoch. Das ist alles Unsinn. Also wir sind über den San Bernardino gefahren, wir sind viele Pässe gefahren. Kein Problem. Wir wurden auch gewarnt, was den Frontantrieb angeht, wenn man festsitzt. Aber auch da haben wir eigentlich nie ein Problem gehabt. Was wir den Fiat-Motor auf jeden Fall zugute halten müssen, es ist ein extrem robuster Motor. Und man sieht es ja auch an den vielen Lieferwegen, die unterwegs sind mit Fiat-Motoren. Also das können wir bestätigen. Wir haben bisher null Probleme mit dem Motor gehabt. Ja. Auch was den Kundendienst angeht, hat sich die Fiat-Basis sehr gut ausgezeichnet, denn es sind relativ wenig Kundendiensttermine notwendig. Und auch was Dieselverbrauch und Ölverbrauch angeht, da können wir uns überhaupt nicht beklagen. Also Öl gieße ich alle paar tausend Kilometer mal einen halben Liter rein und dann ist gut. Und Diesel verbraucht man zwischen 10 und 11 Liter. Und das halte ich für ein Wohnmobil, was ja doch einen ziemlich nicht gerade windschnittigen Aufbau hat, eigentlich für einen guten Wert. Unser Fahrzeug ist Baujahr 2017. Das ist also offensichtlich schon das Modell 17 gewesen, ja, oder 18, das Modell 18 schon gewesen, ja. Mhm. Und der 180 PS Motor, der war damals ganz neu auf dem Markt, aber ist, glaube ich, 2019 dann schon mit AdBlue verbessert oder erweitert worden. Wir haben noch kein AdBlue und da sind wir eigentlich nicht unglücklich drüber. Nein, aber wir haben die Euro 6. Ja, also Euro 6 haben wir und es wird auch vom TÜV jedes Mal gemessen und es ist einmal frei, ob da Abschaltvorrichtung vorhanden ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Wir kommen durch den TÜV durch und wir brauchen kein AdBlue und sind damit eigentlich sehr zufrieden. Ja. Einige Dinge haben wir trotzdem, die wir an dem Fiat-Motor nicht so toll finden. Öl, habe ich schon gesagt, der Ölverbrauch ist sehr moderat, also man braucht so gut wie gar nichts. Der Ölmessstab, also um das Öl zu messen, der ist allerdings extrem ungünstig angebracht, ist gut bei Lieferwegen, vielleicht allgemein ein bisschen schwierig, ich weiß es nicht, wie es aktuell bei Mercedes ist, aber hier beim Fiat ist er extrem schlecht angebracht, man kann es kaum ablesen, auch wenn man zweimal reinsteckt. Man ist sich immer unsicher. Dafür hat aber vorne im Display eine Ölanzeige und die zeigt eigentlich schon an, wenn der nicht mehr hundertprozentig voll ist und wenn dann ein, zwei Balken oder drei Balken zurückgehen dauerhaft, dann fülle ich immer einen halben Liter bis Liter nach und es hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Als wir unser Fahrzeug gekauft haben, da gab es noch keine Automatik zum Fiat-Motor. Was ich extrem schade gefunden habe, denn Automatik ist eigentlich eine tolle Sache. Es gab nur diese Halbautomatik, diese computergesteuerte Automatik. Und die haben wir in unserem Fahrzeug. Die funktioniert soweit ganz gut. Allerdings bei Bergabfahrten
muss ich immer manuell umschalten, denn der will mir ständig die Motorbremse reintun und da kennt er keine Gnade. Er haut die ständig rein und da muss man Bedenken haben, dass der Motor überdreht. Deswegen nehme ich da in der Regel immer die Automatik raus und tue dann automatisch ein bisschen hochschalten und bremsen, weil einfach ich Angst habe, dass die Drehzahl so hoch wird, wenn man dann den Berg runterfährt. Auch der Tempomat, momentan ist das, weiß ich nicht bei dem momentanen Fiat, aber das ist ein leidiges Thema bei unserem Tempomat. Er lässt sich sehr schwer einstellen, also im Prinzip geht es ganz einfach, man drückt einfach nach vorne und dann ist er festgestellt. Und wenn man mal kurz rausnehmen muss, weil man auf einen Lastwagen aufläuft zum Beispiel, dann drückt man nur ein Knöpfchen und dann ist er ausgeschaltet oder man geht kurz auf die Bremse und mit dem Knopfdruck aktiviert man wieder. Aber wenn man ganz rausnehmen muss, bis man den dann auf ein gewisses Tempo genau einstellt, also das geht gar nicht. Da muss man einfach gefühlsmäßig immer wieder dran rumfuchteln. Wir sind vom BKW her gewohnt, den Tempomat, und da ist er also überhaupt nicht vergleichbar. Ja, und was auch ist, wenn du bergab fährst, dann wird das Auto immer schneller. Ja, also da funktioniert der Tempomat überhaupt nicht, denn normal sollte er ja auf der gleichen Geschwindigkeit bleiben, was er nicht tut. Ja, das macht er nicht, machen viele BKW. Tempomate mittlerweile, also der, den wir bei unserem Privat-Pkw verbaut haben, der macht es auf jeden Fall. Womit wir von Anfang an Probleme gehabt haben, das ist der Reifendrucksensor. Wir haben das Fahrzeug übernommen 2017 und nach 5 Kilometern hat schon der Reifendrucksensor spinnen angefangen. Ja. Ja. Der hat ein paar hundert Euro Aufpreis gekostet, das war sehr ärgerlich. Wir sind dann zu Hümer. Die haben uns dann zum Fiat-Händler geschickt, die haben dann 2 Stunden rummontiert an einem nickelnagelneuen Fahrzeug und haben keine Lösung gefunden. Das Problem ist immer, jeder hat immer gesagt, ihr müsst mindestens 80 Kilometer fahren und dann wird sich das reguliert haben. Wir sind 180 Kilometer gefahren und da hat sich nichts reguliert. Ja. Dann haben wir ihn wieder zu Himmel gebracht, dann hat er mal 100 Kilometer getan und danach ist wieder nichts gegangen. Und dann hat Hümer gesagt, sie nehmen sich der Sache jetzt intensiv an, haben es dann zu einem Händler gebracht, haben Probefahrten gemacht, bestimmt 400 oder 500 Kilometer sind die gefahren mit unserem Fahrzeug, haben uns auch eine Entschädigung gegeben dafür. Und dann hat er tatsächlich funktioniert, ein halbes Jahr, ja. Und dann hat er wieder spinnen angefangen, dann haben wir die Reifen wechseln lassen, auf einmal hat er ganz funktioniert. Und da ging es dann eigentlich recht gut. Ich war schon der Meinung, es ist wirklich alles in Ordnung, bis wir jetzt unsere letzten Ganzjahresreifen aufmontieren haben lassen. Seitdem geht gar nichts mehr. Ich bin dann zum Reifenhändler hingefahren und habe ihm gesagt, dass also seit die Ganzjahresreifen drauf sind, die er montiert hat, dass da unser Reifendrucksensor spinnt. Und er hat mir dann gezeigt, dass er das alles richtig eingestellt hat. Es war auch überall ein Okay. So nach dem Motto, das ist richtig eingestellt, aber es funktioniert nicht richtig. Fiat weiß offensichtlich um die Probleme, denn wir waren mal bei einer Fiat-Werkstatt, dann ist der eingestiegen ins Auto und hat gesagt, sehen Sie nicht, dass hier Reifendrucksensor reklamiert? Dann habe ich gesagt, ja, der reklamiert schon seit etlichen Jahren und hört nicht auf damit. Dann war er ganz ruhig, der Mechaniker, weil er wahrscheinlich genau weiß, dass das ein altes Problem ist. Wir haben auch von euch Rückmeldungen bekommen, denn wir haben das Thema schon öfters angeschnitten und wir haben etliche E-Mails von Fiat-Fahrern bekommen, die gesagt haben, bei uns funktioniert das Ganze auch hinten und vorne nicht. Also, das ist eine unschöne Sache, die man Fiat anlasten muss. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Herstellern ist, aber bei Fiat funktioniert es nicht. Nächster Punkt, wir haben auch einen Bordcomputer, der eigentlich ganz praktisch ist. Da kann man sich also Gesamtlaufzeit, Durchschnittsverbrauch und so weiter anzeigen. Wie genau die Verbräuche sind, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir das eigentlich nie nachmessen. Wir tanken halt voll und lesen dann unseren Dieselverbrauch an dem Bordcomputer ab und gehen davon aus, dass er stimmt. Was auf jeden Fall nicht stimmt, das ist die Restkilometer, die wir noch fahren können. Die schwanken dann zwischen 200 und 400 oder 500 Kilometer. Also das ist ungefähr die Schwankungsbreite. Und wir haben es einmal auf Reserve ausprobiert. Da hat es noch geheißen, jetzt können wir nur 20 Kilometer fahren. Dann sind wir zur Tankstelle hingefahren. Und dann ging aber nur so wenig Diesel rein, dass wir nur locker hätten 100 Kilometer fahren können. Ja, also das ist halt ein bisschen ungeschickt, aber
Man weiß es ja und dann fährt man halt tanken. Ganz klar. Also wir wissen es jetzt, wir haben es auch ein bisschen im Gefühl und somit ist kein Problem. Aber das muss gesagt werden, der Bordcomputer, der tut nicht die Funktion, wie jetzt bei unserem BKW. Da wenn ich angezeigt kriege, ihr könnt nur 100 Kilometer fahren, dann haut es auch in etwa hin. Aber die Angaben hier beim Fiat, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben uns dann auch extra ein Multifunktionslenkrad gegen Aufpreis noch einbauen lassen. Das hat zwar nicht die Welt gekostet, aber an die 200 Euro waren es trotzdem. Und das Multifunktionsgerät funktioniert auch multifunktionabel, nämlich einmal so und einmal so. Deshalb, da hat sich ja Hümer schon öfters angenommen, auch mit unserem Navi, weil man da die Lautstärke vom Radio die Lautstärke hoch und runter machen kann. Die geht bei uns eigentlich nur hoch. Ja, manchmal funktioniert es dann wieder, kann man es auch leiser stellen. Aber im Prinzip macht das Multifunktionslenkrad, was es will. Also auch das ist nicht gerade eine Mercedes-Qualität, um das einmal so zu definieren. Oder? Wobei du ja jetzt nicht weißt, ob das bei Mercedes besser ist. Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, weil ich schon mal Mercedes gefahren habe. Fiat dagegen habe ich noch nie gefahren. Und man spricht ja allgemein davon, dass ein Fiat kein Mercedes ist. Ja. Also, dann haben wir auch noch einen Punkt, das obere Handschuhfach. Das ist so ein Unding, ja. Im Winter ist es heiß, ja, dass man nichts reinlegen kann, denn das geht ja alles kaputt. Und im Sommer, wenn man die Klimaanlage hat, dann ist es eiskalt. Also ich wüsste nicht, was ich da reinlegen sollte. Also ist es einfach ohne Funktion. Gut, ich kann es mir jetzt im Sommer, dass man sagt, man legt eine Wasserflasche rein, die bleibt dann kalt, weil sie von der Klimaanlage tankiert wird. Das geht noch. Ja, wir haben einen Kühlschrank. Ja, okay. Aber die Lieferwagenfahrer haben keinen Kühlschrank. Ja, ja, das ist ja dieses Mango, was ich sage, Fiat ist Lieferwagen. Ja, aber für Wohnmobil ist das schade. Ja, aber für was es aufheizt, also das macht keinen Sinn. Nee. Also wir haben mal schon bei Fiat nachgefragt, das konnte uns auch niemand so richtig Auskunft geben. Ja, vielleicht wisst ihr, irgendjemand hat mal zu uns gesagt, da gäbe es irgendwo einen Hebel, wo man das abstellen kann. Ich habe bis jetzt nichts gefunden, aber vielleicht wisst ihr, wie man das ändern kann, dass es weder heiß noch kalt wird. Ja. Dann die Anfahrtshilfe. Es gibt eine Berganfahrtshilfe, die gerade bei Automatik, weil es dauert ja doch ein bisschen, bis das Auto anspringt. Und die ist extrem hilfreich. Also gerade wenn man an einem steilen Berg steht, dann drücke ich diese Berganfahrtshilfe, dann verzögert er nämlich ein bisschen, bis es losgeht. Und ja, bis dahin ist dann alles, also schon Paletti, das wäre ohne diesen Knopf, würde eine Berganfahrt zumindest mit Automatik wesentlich schwieriger funktionieren als mit diesem Knopf, den man da drücken kann. Es gibt dann noch zwei Knöpfe, die wir noch nie verwendet haben. Das eine ist der für die Bergabfahrt. Der soll ja angeblich recht langsam den Berg runterschleichen. So langsam fahren wir ja nie am Berg runter. Ich habe es ja nie ausprobiert, weil wir sind dann auf einer Hauptstraße und da kann ich das nicht einfach ausprobieren. Und dann gibt es noch den Dragging-Knopf. Der soll so eine Art Sperrdifferential, in Anführungszeichen natürlich, sein. Ja, soll also praktisch das blockierte Rad soll ja praktisch mit antreiben. Aber natürlich, wie ein Sperrdifferential ist es sicherlich nicht, denn sonst wäre es ja ein Sperrdifferential. Das kann man sich ja auch einbauen lassen. Aber irgendwie muss das also das Rad, was eben keinen Kontakt hat, dann doch mit in Bewegung bringen. Wir haben es noch nie ausprobieren müssen, weil wir uns noch nie festgefahren haben. Wir haben dafür Unterlagen in unserer Heckgarage, falls wir uns mal festfahren. Aber das Problem haben wir noch nicht gehabt. Aber diese Tracking-Taste, die soll wohl eine Hilfe sein, habe ich mir sagen lassen, aber keine praktische Erfahrung damit. So, jetzt kann man sagen, als Vater, oder hast du noch was zusammen zu Fiat? Nein, ich habe nichts zu sagen. Doch, sie hat sehr viel zu sagen, oder zu Fiat. Nein, nicht zu Fiat, was ich gerade gesagt habe, das reicht. Also ich finde, für ein Wohnmobil könnte man das Cockpit einfach ein bisschen anpassen, etwas schöner machen, denn wir fahren ja keinen Lieferwagen. Aber so ist es nun mal und damit muss man sich jetzt halt abfinden. Ja, da müssen wir zu Concorde, Morello, und wie sie alle heißen, ja, die machen das Cockpit.
Cockpit dann ganz individuell. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist jetzt einfach so und damit müssen wir zurechtkommen. Ja. Ich wollte noch was sagen zum Frontantrieb. Also ich habe furchtbar Bedenken gehabt im Frontantrieb und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass sogar Mercedes alles mit oder das meiste mit Frontantrieb baut. Iveco macht ja noch mit Heckantrieb, also mit Zwillingsreifen dann. Was ich nicht haben möchte im Fahrzeug, das wäre eine Doppelachse hinten, die man ja braucht ab 4,8 Tonnen oder dann einen Zwillingsreifen und da wäre mir ein Zwillingsreifen lieber als eine Doppelachse. Deswegen hat dann auch Mercedes oder Daimler einen Heckantrieb oder dann Iveco, die so und so meines Wissens Auto nur mit Heckantrieb bauen. Aber ansonsten bis 4,5 Tonnen, was wir hier fahren, ist also der Fiat absolut in Ordnung. Wir haben 100.000 Kilometer damit gefahren und ich glaube, ich hätte keine Probleme mit ihm nochmal 100.000 Kilometer zu fahren, weil ich halte den Fiat-Motor für einen sehr robusten und gut gemachten Motor. Also, wenn wir die 200.000 voll haben, dann werden wir berichten, ob der Helle recht hat. Genau, falls wir sie voll kriegen, falls wir so lange noch in dem Vier unterwegs sind. Ich denke schon. Die Ossi hängt da so fest dran. Also, das waren jetzt zumindest unsere Meinung zum Fiat-Motor. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Also wir sind froh, dass wir noch keine AdBlue brauchen und trotzdem die Abgaswerte einhalten. Ja. Und im Großen und Ganzen können wir uns über Fiat nicht beklagen und das tun wir auch nicht. Wir haben einen guten Werkstattservice. Ja. Und Werkstattkosten, die gibt es bei Mercedes, die gibt es bei Fiat, die gibt es überall. Ja. Und die Bauteile, also wir können nicht sagen, dass da irgendwie minderwertige oder schlechte Bauteile verbaut sind, außer bei den Punkten Tempomat, Halbautomatik und so weiter, was mittlerweile vielleicht auch schon besser ist. Ich weiß nicht, ob die Luftdruck an, oder wie heißt die Reifendruckanzeige. Reifendruckanzeige, ja. Also das sind ein bisschen so Mangos, aber ist halt so. Bei uns haben vielleicht mittlerweile behoben, aber wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit unserem Fiat-Antrieb. Und vor allen Dingen würden wir uns immer wieder die 180 PS, also die stärkste Motorvariante, die würden wir uns immer wieder einbauen. Ja, das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Das war es dann schon. Mhm. Als kurzes Fazit, 100.000 Kilometer Fiat, was natürlich unbedingt unser Ziel gewesen ist, dass wir die 100.000 Kilometer unfallfrei überstehen. Aber 800 Kilometer vor der 100.000 hat es dann doch gekracht. Ja, leider, ja. und davon wird dann wahrscheinlich schon unser nächstes Video kommen, denn das Ganze kristallisiert sich jetzt heraus. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen recherchiert und ich habe das auch schon ein bisschen das Material gesichtet. Wir haben es mit der Dashcam aufgenommen und das zeigen wir euch dann bei nächster Gelegenheit. Und bis dahin würden wir uns freuen, wenn wir eure Meinungen zum Fiat-Motor hören und vielleicht teilt ihr uns auch was mit, wenn ihr Mercedes fahrt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ja, also, dann macht's gut. Ja. Bleibt gesund. Bleibt gesund und habt eine schöne Wohnmobilzeit. Ja, genau. Also viel Spaß mit eurem Womo oder was immer ihr auch fahrt. Ja, tschüss.